Ja, schönen guten Abend. Ich möchte Sie ganz herzlich begrüßen im Namen des Deutschen Filmmuseums zu unserem Begleitprogramm zu Frankfurt liest ein Buch, an dem wir uns jetzt schon seit mehreren Jahren beteiligen. Dieses Jahr ist das Buch Das siebte Kreuz von Anna Segers ausgewählt. Und die Eröffnung war jetzt gerade am Montag gewesen. Und die nächsten zwei Wochen stehen also ganz hier im Namen von Das siebte Kreuz und Anna Segers mit unzähligen Veranstaltungen und wir zeigen natürlich auch den Film. Einmal lief er schon hier und wird dann nochmal nächsten Samstag hier laufen und wir haben uns überlegt, dass wir eben trotzdem noch ein bisschen was anderes dazu zeigen und genau, wir bleiben beim Thema Anna Segers und zeigen Katharina oder die Kunstarbeit zu suchen, genau, Entschuldigung, von Barbara Trotno, die ich hier ganz herzlich begrüßen möchte. Der Film ist aus dem Jahre 1995, ist also schon eine Weile her und es ist eben ein gemischter Film, sagen es halb dokumentarisch, halb Spielfilm. Es geht auf ein Drehbuch zurück, das Anna Segers im Exil mit Hans Richter geschrieben hat, 1933, das wiederum auf eine wahre Geschichte beruht hat und also Teile dieses Drehbuchs sind jetzt im Film verfilmt und es gibt aber auch dann noch einen dokumentarischen Teil. Es geht nochmal um diese wahre Geschichte, es geht aber auch um die Rolle von Frauen heutzutage oder eben damals in den 90er Jahren und eben um diese Schwierigkeit Arbeit zu finden. Dieses Thema Arbeit ist sozusagen sehr zentral in dem Film und es hat auch noch so, auch dieses Drehbuch und die Geschichte hat auch noch so ein bisschen, auch natürlich geht auf die Situation von Anna Segers selber ein, die eben auch vor sie ins Exil gegangen ist, auch sozusagen Schwierigkeit hatten, sozusagen ihr Leben meistern musste. Soweit zum Film. Zu Barbara Trotno noch ein paar Worte. Sie hat Sozialwissenschaften studiert und hat dann zuerst als Redakteurin beim Hessischen Rundfunk gearbeitet und als Autorin beim ZDF. Hat dann einige Fernsehproduktionen gemacht und hat sich selbstständig gemacht als freie Produzentin, hat sehr viele Dokumentarfilme gedreht. Ihre besonderen Themen sind die Türkei, Exil, aber eben auch Mainz. Und sie hat, um vielleicht einige Filmtitel zu sagen, die wir auch größtenteils hier alle gezeigt haben, Eine Liebe in Deutschland geht um türkische Frauen, die Deutsch lernen, um ihren Männern, die in Deutschland leben, zu folgen, nach Deutschland zu folgen. Dann Eduard Zuckmayer, ein Musiker in der Türkei, geht um den Bruder von Karl Zuckmayer, der Musiker war, der weniger bekannt ist und der eben den umgekehrten Weg gegangen ist, eben ins Exil in die Türkei während der Nazizeit. Und dann dort als Musikpädagoge gearbeitet hat und eben, das ist auch das Thema Mainz und Thema Mainz eben auch wieder mit Anna Segers und damit schließt sich so ein bisschen der Kreis und genau, jetzt will ich dich nochmal kurz selber zu Wort kommen lassen. Ich will eigentlich gar nicht was zu dem Film erzählen. Ich sage immer, wenn ich den Film erklären muss, habe ich was falsch gemacht. Ich freue mich sehr, dass unsere Hauptdarstellerin da ist, die Heidi X. Wir haben uns auch ganz lange nicht gesehen. Ich glaube, seit den Dreharbeiten nicht mehr. Das ist heute für uns wirklich ein Wiedersehen. Ich hoffe, der Film gefällt dir immer noch. Ja, dann gucken wir mal. Und ich bin anschließend da. Ich kann gerne alle Fragen im Anschluss beantworten. Vielleicht noch so die Anbindung zu der Reihe in Frankfurt liest ein Buch. Das Drehbuch hat sie fast zur selben Zeit geschrieben wie das siebte Kreuz. Es wird auch kurz erwähnt, wenn der Sohn die Lebensbedingungen in Paris schildert, dann schildert er eben auch die Zeit, in der das siebte Kreuz entstanden ist. Ja, ich glaube es an. Wir haben vergessen zu erwähnen, dass auch der Michael Busch da ist, der für den Ton zuständig ist. Das ist ein sehr vielschichtiger Film, aber vielleicht fange ich dann einfach nochmal an mit dem Ausgang sozusagen, diesem Drehbuch von Anna Segers und Hans Richter. Wie bist du auf dieses Drehbuch gestoßen oder wie bist du an dieses Drehbuch rangekommen? Und das war ja, glaube ich, verschollen. Also, es wird ja ein bisschen was erzählt, aber ich habe da nochmal noch was anderes im Kopf, dass das irgendwo im MoMA dann in Amerika aufgetaucht ist. Vielleicht kannst du da noch ein bisschen was
zu erzählen. Ich habe das ehrlich gesagt auch ein bisschen vergessen gehabt, aber beim Herfahren ist mir eingefallen, dass der Anfang dieses Films eigentlich hier in diesem Haus war. Und zwar, ihr hattet eine Ausstellung über Hans Richter und da habe ich den Hinweis gelesen auf dieses Drehbuch, dass er das zusammen mit Anna Segers geschrieben hat. Und das fand ich damals sehr seltsam. Weil das Frauenbild von Anna Segers, oder wie ich es bis dahin bei Anna Segers gelesen hatte, war nicht eines dieser taffen Frau, die Männerkleider anzieht, um Arbeit zu finden. Und dann habe ich angefangen zu recherchieren. Jetzt, heute weiß ich, dass es auch starke Frauentypen bei Anna Segers gibt. Das wusste ich damals nicht. Aber das war wirklich, ich erinnere mich da sehr genau dran. Das war noch im alten Filmmuseum hier, diese Ausstellung mit Hans Richter. Ich weiß gar nicht, wann die war. Die muss in den Anfang der 90er gewesen sein. Ja, ne? Oder so in den 80er. Anfang genau, an die 80er. Und dann habe ich angefangen, nach diesem Drehbuch zu forschen und habe dann über einen, der an der Biografie von Anna Segers gearbeitet hat, die in den Zugang zu dem Drehbuch bekommen. Das lag zu der Zeit eben im Museum für moderne Kunst in MoMA in New York. Und über die haben wir das dann bekommen, das Drehbuch. Das war verschollen, es gab nur die Geschichte. Und ja, das Drehbuch war ein voll ausgearbeitetes Drehbuch. Man weiß aber jetzt auch nichts Näheres um die Umstände, wie das entstanden ist, weil es ist auch eigentlich ungewöhnlich, dass sie sozusagen dieses eine Drehbuch gemacht hat und sonst irgendwie keine weiteren und dass es dann auch gar nicht weiter versucht wurde, das eventuell zu verfilmen oder da weiß man da was drüber? Also soweit ich das verstanden habe und wie es auch der Sohn erzählt hat, war es einer ihrer vielen Versuche, im Pariser Exil Geld zu verdienen halt. Und sie hat gedacht, okay, Film ist vielleicht das, was besser geht als Bücher. Und dann für dich war dann von Anfang an klar, dass du eigentlich dieses Drehbuch, also erst nicht selber verfilmen willst, aber dass du das sozusagen benutzen willst für etwas Weiteres oder wie bist du dann sozusagen dazu gekommen, eben so einen vielschichtigen Film daraus zu machen? Also am Anfang war wirklich dieses Drehbuch. Mhm. Ich hatte das Drehbuch. Ich wollte gerne was über Anna Segers machen, aber eigentlich hatte ich ganz andere Dinge im Blick gehabt ursprünglich. Und dann hatte ich das Drehbuch und dann dachte ich, ehrlich gesagt, dachte ich, dafür will ich mich jetzt nicht stark machen, das so eins zu eins zu verfilmen. Bei mir war das, ehrlich gesagt, zu geradlinig so. Ah, das war, mir fehlten die Brüche in dem Text. Und dann habe ich irgendwann, also bei dem Film sind sehr viele Zufälle drin, irgendwann habe ich den Kalender vom Mainzer Frauenbüro gesehen und da war dieses Foto drin, das wir auch im Schluss verwendet haben, von Maria Einsmann. Und dann dachte ich, das ist ja die Geschichte, die Anna Segers verwendet hat. Und ich wusste zu der Zeit so, dass Anna Segers oft so gearbeitet hat, dass Zeitungsartikel für sie eine Vorlage waren, dass sie die Ideen nicht immer sich nur ausgedacht hat, sondern dass sie oft auch reale Gegebenheiten genutzt hat. Und ich wusste auch, dass sie zum Beispiel die Mainzer Zeitung nach Paris nachgeschickt bekommen hat. Also das passte alles. Und dann hat das wieder gelegen bei mir. Und ich wusste, also dann habe ich schon eben gedacht, das Drehbuch und die Situation von Anna Segers und die auch zwei kleine Kinder in der Zeit hatte, was auch in den damaligen Biografien, das war ja noch in DDR-Zeiten, die Biografien, die ich gelesen hatte, die ersten, kamen diese Kinder gar nicht vor. Das spielte keine Rolle, dass sie auch Mutter war und dass sie auch unter schwierigsten Bedingungen ihre Kinder durchgebracht hat. Also es wuchs dann immer weiter. Jetzt hatte ich die drei Geschichten und dachte, okay, man sollte was draus machen. Und dann kam die Wende. Und dann kam die völlig veränderte Situation für Frauen, die gewöhnt waren, dass sie abgesichert waren in der DDR. Und jetzt mussten sie eben auch sich sehr schwer durchschlagen. Und dann habe ich angefangen, den Film zu machen. Irgendwie ist es so gewachsen. Gibt es vielleicht schon Fragen aus dem Publikum? Weil der Film jetzt interessant. Erstens mal wegen Ihrer Person natürlich und auch, weil ich ja vorher schon Filme gesehen habe. Erstmal vielen Dank. Und dann vor allen Dingen, weil ich jetzt zufällig mit dem Pierre gesprochen habe und mit seiner Frau. Also wir haben auch Französisch dann gesprochen bei der Ausstellungseröffnung und ich war ja auch bei der Eröffnungsveranstaltung. Und so wusste ich ja einiges. Ich versuche mich jetzt halt langsam in Segers einzuarbeiten. Ich habe jetzt auch endlich das Buch. Und es waren jetzt hier so ganz schöne Ergänzungen. Ich fand den Film halt sehr, sehr ungewöhnlich von der ganzen Machart her. Also ja, aber wie lange hat sich das Ganze dann hingezogen? Und ich wüsste auch gerne, wie diese Förderung war. Also, weil hessisches Ministerium, normalerweise gibt es ja Geld über diese andere Förderungsmöglichkeit. Ja,
Wie hat sich das ergeben? Wer steckt dahinter? Das ist die Hessische Filmförderung gewesen, die beteiligt war. Aber damals, jeder hat ja immer so den Anspruch, dass es genau so benannt wird, wie man es sich vorstellt. Und damals war es halt so, dass es nicht Hessische Filmförderung heißen sollte, sondern dass das Gelder aus dem Ministerium waren. Also es ist rein die Formulierung. Überhaupt hingezogen? Also war das sehr aufwendig, auch sehr teuer vielleicht im Vergleich zu den anderen Dokumentarfilmen? Ja, damals gab es auch noch Etats. Damals gab es vor allen Dingen auch vom ZDF noch einen richtigen Etat. Wir konnten richtig alles ausstatten. Wir konnten richtig mit Schauspielern, mit Professionellen arbeiten. Also das war, wenn ich da heute dran zurückdenke, mit welchen Summen wir damals agieren konnten, das ist heute unvorstellbar. Es wurde im ZDF irgendwann um 24 Uhr weggesendet. Und wir waren auch damals am Anfang und wir waren auch selber nicht geschickt genug, ihn unterzubringen. Das würde ich heute anders machen. Gucken wir mal. Also er wird schon immer noch wieder gezeigt, ja. Ist ja leider immer noch aktuell. Das Frauenthema ist ja immer noch nicht gelöst. Wobei ich eben auch so äußerst spannend, es ist mir damals auch gar nicht so ganz bewusst geworden, eben diese Konstellation, dass die Frau Eismann eben mit der anderen Frau zusammen gewohnt hat, dass es eben schon, was sie am Schluss dann auch sagt, dass das Gericht dann eben auch gefragt hat, es hat ja schon so ein bisschen was mit, auch so heutzutage mit gleichgeschlechtigen Heiraten und all sowas. Also in der Hinsicht irgendwie kriegt es auch nochmal so eine Aktualität, obwohl es natürlich damals gar nicht so angelegt war. Aber trotzdem finde ich das so ein ganz, ganz spannendes Thema. Und es hat für mich jetzt dieses Mal jetzt beim Sehen doch nochmal so auch so einen größeren Raum eingenommen. Das ist auch, denke ich, auch vielleicht der Segers auch gar nicht nur, also es natürlich auch um diese schwierige Arbeitssituation ging, aber auch irgendwie, also diese ganze Geschichte, also es ist schon eine sehr, sehr spannende Geschichte, ja. Auch wie Frauen sich dann gegenseitig stützen halt. Genau, sie hat ja mit der Marie, auch bei ihr gab es eine Frau in Paris, die mitgegangen war aus Deutschland, die Gaia, die, also das erzählt der Pierre ja auch im Film, die, auf, wie er sagt, die hat auf uns aufgepasst halt. Also die hat sozusagen sich um die Kinder gekümmert. Also wir haben ihn ja jetzt heute hier gezeigt. Genau, es gibt den gibt es ja auch auf DVD, es gibt ja auch vielleicht andere Vertriebswege, es gibt ja auch diese Segers irgendwie Gesellschaft oder so, oder genau. Mhm. Wir haben ihn auch schon. Heute bin ich geschickter, bin ich klüger, aber damals waren wir nicht so gut daran, ihn zu verwerten. Was ich besonders spannend fand, ist, wenn man jetzt heute noch was dran setzen würde, da kommt einem ja die Zeit von 95 als die gute alte Zeit vor. Noch, da gab es noch ein Arbeitsamt, da gab es noch Arbeitslosenhilfe. Ja, also jetzt den Vergleich zu jetzt, was die jetzt kriegen würde, eine entsprechende Person, das wäre natürlich auch noch gut. Also da könnte man gut noch eine Ebene dazu noch reinbringen. Und also ich hatte zwischendurch gedacht, ja gut, so war das damals. Selbst im Osten, und da hatten sie noch, ja, aus heutiger Sicht die gute alte Zeit. Ja, ich verstehe. Ich habe auch heute geguckt und habe das auch gedacht, in gewisser Weise, wie gut doch die Absicherung oder wie viel besser die Absicherung doch damals noch war. Und das war halt in der DDR war das noch mal eins mehr, ne? Also da war es kein Problem, alleinerziehende Mutter zu sein. Vom Ökonomischen her. Kann ich noch zu der Machart was fragen? Gibt es sowas öfter, dass literarische Motive, so wie Sie es gemacht haben, oder aktuelle Szenen, also aus der Literatur, mit solchen Szenen aus dem sozialen Bereich, aus dem Bereich Wirtschaft, also verwoben werden. Also so, ich fand das Wort vielschichtig ganz gut. Gibt es sowas in der Art, wie Sie es gemacht haben, öfter? Also haben Sie da Modelle auch oder Vorbilder?
Also es gibt schon öfter halt auch oder so. Du kennst dich besser aus noch als... Ja, ich würde jetzt auch gerade... Halt. Ja, gibt es ja schon. Mir fällt jetzt auch so direkt kein Beispiel ein, aber... Also diese Hybridformen sind ja eigentlich nicht so ungewöhnlich mehr. So Hybridformen, Mischformen sind ja eigentlich nicht so ungewöhnlich. Ja, wie bist du bei der Auswahl bei dem Drehbuch? Also man hat ja schon das Gefühl, die Geschichte wird ja so ganz erzählt im Prinzip, aber das Drehbuch war ja wahrscheinlich noch viel, viel umfangreicher. Und wie bist du dann in der Arbeit mit dem Drehbuch umgegangen? Es war ein wirklich, oder ist ein komplett ausgearbeitetes Drehbuch mit Anfang, Ende Dramaturgie drin. Ich habe die Szenen danach ausgesucht, wie sie zu den anderen Szenen passten. Zum Teil, obwohl wir damals einen wirklich guten Etat hatten, habe ich auch eine Szene, das habe ich vorhin gerade auch beim Gucken wieder gedacht, eine Szene habe ich einfach rausgetan, obwohl ich sie gerne gehabt hätte, weil sie so aufwendig gewesen wäre, dass wir es nicht hätten machen können. Weil im Drehbuch geht Katharina nämlich dann nicht nur raus, als sie sich das Kleid wieder anzieht, sondern sie geht auch aufs Schiff und auch sie verliebt sich auf dem Schiff. Und das beschreibt, es ist sehr schön so im, in diesem Novembernebel halt. Und sie ist dann sehr in dem Konflikt, ob sie mit dem Jan, diesem Mann, den sie kennengelernt, ob sie mitgeht mit ihm. Und sie geht dann zurück zu ihren Kindern. Das musste ich kürzen. Weil, also vieles andere auch, aber. Und wie war es rechtlich, war das aber auch kein Problem? Oder bei wem liegen die Rechte von dem Drehbuch? Das ist dann die Rechte, bei der Segers. Die Rechte liegen bei Kippenheuer. Wegen Hans Richter, das war nicht so einfach. Ah, ja. Aber da haben die sich nicht beschwert. Ich durfte das schon. Also ich bin ja am Werk auch geblieben und ich habe Weitere Fragen? Weiß nicht, vielleicht willst Heidi Ex, vielleicht wollen Sie auch noch kurz was dazu sagen, wie das jetzt war, nach so vielen Jahren den Film wieder zu sehen. Und, wie geht es denn der Gudrun zum Beispiel? Gibt es da Kontakt? Da habe ich jetzt keinen Kontakt mehr. Nee. Also ich habe noch eine ganze Zeit Kontakt gehabt, aber irgendwann ist es ausgelaufen halt. Ich schaffe das nicht, zu allen Kontakt zu halten. Ich weiß es nicht. Bitte? Nein, die Gudrun Seeland, die Frau aus den neuen Bundesländern, die Ruth Radwani, ist gestorben vor ein paar Jahren. Für mich war das schön. Mhm. Ich finde es auch einen schönen Film. Ja, ich finde es auch gut. Ungewöhnlich. Ich hätte noch ein bisschen weiter geguckt. Aber man merkt tatsächlich, dass es sehr lange her. Auf verschiedenen. Genau. Ja, wir waren alle nicht jünger. Nee. Ich habe noch mal eine Frage zu dem Drehbuchinhalt, das Ende betreffend. Da kam zwischendurch mal die Anmerkung, dass das Drehbuch doch nicht in einem glücklichen Ende zu sehen ist. Oder habe ich das falsch verstanden? Es gibt verschiedene Fassungen. Es gibt die Geschichte, wie sie im Brecht-Archiv gefunden wurde, aber von Segers eigentlich geschrieben, da überlebt sie und bekommt halt dann die typische Frauenarbeit mit weniger Geld und Putzen. Nicht mehr die besser bezahlte, schwerere Arbeit. In dem Drehbuch, in dem ausgearbeiteten Drehbuch, das ich als Grundlage dann genommen habe, kommt sie um bei dem Unfall. Wie wir es ja auch im Film andeuten. Also da ist... Aber in der Fassung, die eigentlich Segers alleine als Kurzgeschichte geschrieben hat, überlebt sie. Ja, vielen Dank nochmal. Gut, wenn noch weiteren Fragen sind, wir sind doch Moment draußen, genau, ja.